Hi Leute, heute geht es ums Thema Eiweiß, Eiweißbedarf. Ja, sowas ist für mich eigentlich immer schon, boah, wenn man denkt an irgendeinen Bedarf, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett. Völlig egal, kein Tier denkt über sowas nach und ist gesünder als wir. Nur mal so als kleine Randbemerkung. Aber zum Beispiel, wenn man sich anschaut, Babys soll man erst langsam an Nahrung heranführen. Am Anfang ist zum Beispiel bis zum dritten Monat die Magensäureproduktion von dem Baby noch viel niedriger und die Säure, Magensäure ist nicht so stark. Deswegen am Anfang soll man Baby auch nur Früchte, maximal Gemüse füttern, Babybreie, ganz wenig, kleine Löffel und ja, genauso die Zusammensetzung von der Muttermilch. Die Muttermilch von einem Menschen, von einer menschlichen Mutter hat 1-2% Eiweiß, okay? 1-2% Eiweiß. Und jetzt muss man da mal drüber nachdenken. Die Muttermilch in der Phase, wo ein Kind, was weiß ich, in was für einer kurzen Zeit um das Doppelte heranwächst. In der Zeit, wo ein Kind am meisten Proteinbedarf theoretisch hätte, hat die Muttermilch einen Proteingehalt von 1-2%. Genauso wird eben empfohlen, dass man Kinder nach dem Stillen erstmal langsam an Eiweiß ranführt, weil das Kind es nicht mal verdauen kann. Am Anfang soll ein Kind keine Nüsse, keine Fette, kein Fleisch essen eigentlich. Und erst so 7., 8. Monat frühestens eigentlich. Eigentlich ist es eh alles. Ja, genauso mit der Magensäure. Die Magensäure soll so stark sein. Ich denke eher, die Magensäure ist normalerweise schwach und die passt sich nur an, weil wir einfach keine artgerechte Nahrung essen. Um das Fleisch irgendwie zu verdauen, steigt die Magensäureproduktion und die Stärke der Magensäure einfach erst an. Und wenn man sich dann anschaut, wenn eben die Muttermilch 1-2% Eiweiß hat, wieso sollte man denn dann im späteren Leben, wenn der Mensch ausgewachsen ist, Lebensmittel zu sich nehmen, die einen höheren Eiweißgehalt haben, als die Muttermilch in der Phase, wo das Kind einfach mal in kürzester Zeit ums Doppelte wächst und wo es die Aminosäuren braucht, um Bausteine für den Körper zu bilden. Ja. Allein das schon sagt alles über den Eiweißbedarf aus. Macht euch keine Sorgen um Eiweiß. Völliger Quatsch. Ja, man braucht keine Lebensmittel mit 20% Eiweißgehalt. Ganz im Gegenteil, es schadet dem Körper. Warum scheiden die Nieren denn so viel Eiweiß aus? Dann denken die Ärzte auch nochmal, ist krank, weil die Nieren so viel Eiweiß ausscheiden. Nein, der Körper will es nicht, er braucht es nicht und es ist unnatürlich. Macht euch keine Sorgen um Eiweiß, um Proteine. Ja, allein damit, allein wenn man sich anschaut, wie viel Protein die Muttermilch hat. Das sagt einfach alles, also keine Gedanken drüber machen. Peace, ciao.